good. Was geht ab, Freunde? Sascha von SkillGameTVs Video und herzlich willkommen zu einer neuen FIFA 15 Ultimate Team Pack Opening. Und ich nehme das hier gerade auf um 19 Uhr am 10.12., also am Mittwoch, wo das neue Team der Woche gerade rausgekommen ist. Und schaut euch einfach das Team der Woche an. Cristiano Ronaldo als Stürmer. Ich glaube, das waren FIFA 14 und FIFA 13 gar nicht so. Immer nur linker Mittelfeldspieler. Und Zlatan Ibrahimovic nochmal als Stürmer. Also die beiden, oh, hammermäßig. Dann noch Perisic, Banette, Andy Carroll, Carrillo. Den Namen werde ich nicht aussprechen. Duzi Dax, keine Ahnung, wie ich ihn ausspreche. Mats Hummels auch noch drin. Dann noch ein Franzose von Udinese aus der Serie A. Dann noch ein Silber-Verteidiger, Innenverteidiger, auch eigentlich ganz starke Werte von Atletico Madrid. Und im Tor haben wir noch einen von Hull City. Und auf der Bank haben wir noch Orban von Kaiserslautern. Und Adam von Red Bull Salzburg aus der Bundesliga aus Österreich. Und dann noch Papi Stemba Cissé. Hat ja mal früher bei Freiburg gespielt, aber ja. Wir wollen natürlich Cristiano Ronaldo oder Ibrahimovic ziehen. Ja, ob das möglich ist, das weiß man nicht. Ich denke mal, es werden im Moment richtig viele Packs öffnen. Wir haben ja noch ein Season-Ticket. Das werden wir als allererstes öffnen und hoffen natürlich, dass wir jedenfalls im letzten Pack-Opening haben wir echt nur Scheiße gezogen. Vielleicht wäre jetzt mal wieder ein Spielerwert, der vielleicht eine Bewertung von 85 oder besser hat. Das würde mich ziemlich freuen. Wir öffnen hier das erste Pack von diesem Pack-Opening und diesem überragenden Team of the Week. Und im ersten Pack haben wir De Sanctis drin von AS Rom. Der ist nichts wert. Hier können wir die Verträge einmal kurz speichern. Ich weiß nicht genau, ob ich das schneiden werde, also das werde ich jetzt erstmal nicht schneiden. Arsenal-Wappen, komm, stoßen wir alles ab. Weiß noch nicht, aber ich denke mal nicht. Es gibt nämlich keine Promo-Sets. Nur normale 7500er Sets und die werden wir jetzt auch erstmal öffnen. Und hoffen, dass wir einen guten Spieler ziehen. Und wir haben hier gleich mal Rojo oder Rojo drin. Von Manchester United ist ja neu verpflichtet worden. Ja, komm, nicht schlimm, einfach mal für 800 Münzen rauf. Dann haben wir noch Max Meyer und Rolando, nicht Ronaldo. Oh, das wäre so einfach richtig geil, wenn wir Ronaldo ziehen würden oder Ibrahimovic. Mats Hummels geht ja auch noch. Mats Hummels geht bestimmt auch für über, denkt man, so 200.000 Münzen weg. Oder wenn nicht sogar noch mehr. Nächstes Pack. Griezmann ist auf dem Cover. Und drin ist Montanes, Silberspieler von Darmstadt, oder was ist das, Darmstadt? Ja. Ja, die Verträge können wir speichern, die kann man immer mal gebrauchen und die wird man auch immer los. Ja, war kein gutes Pack, aber wir hoffen immer noch, dass wir jetzt vielleicht in diesem Pack-Opening etwas Glück haben. Non-Well-Spieler, kein Senderspieler, Maxis, ein Franzose von AC Mailand. Formationskarte, ja, läuft noch nicht so, ne, das wollte ich jetzt nicht, speichern wollte ich das wollte ich hier schnell rausstellen. Dennoch ein Everton Heimtrikot und das stoßen wir ab. Und jetzt zeige ich mal, oh, jetzt lädt sich das, ja, da werden bestimmt viele Packs geöffnet, kann ich mir richtig denken. Jetzt werde ich die Packs schneiden, also wir öffnen jetzt hier das Pack, dann sehen wir, was drin ist, geht das Pack kurz durch und dann ordne ich das und dann sehen wir uns beim nächsten Pack wieder. Hier haben wir jetzt erstmal drin Markovic und Vakasso, keine guten Spieler, aber da hinten sehe ich noch Münzen, 1000 Münzen haben wir noch gezogen. Ja, eigentlich wollte ich das jetzt schneiden, aber das geht eigentlich viel zu schnell beim 7,5k Pack, aber im nächsten Pack ist der Spieler namens Huddlestone drin und sonst wieder Verträge und eine Formationskarte, und sehen wir uns beim nächsten Pack wieder. Nächstes Pack wieder Messi drauf, jetzt vielleicht mal besser, nur kein besserer Spieler. Also ich weiß nicht, mein Pack-Lag war in FIFA 14 echt too much.
Da habe ich echt richtig gut gezogen. Und da habe ich mir schon da gedacht, habe ich mir echt gedacht, ohne Scheiß, ob das was wert ist, keine Ahnung, stellen wir mal rauf. Habe ich mir echt so gedacht, ob du in 4-15 auch so viel Glück hast, glaube ich eher nicht, habe ich mir so gedacht. Ja, da wärst du bestimmt fast gar keinen ordentlichen, aber guten Spieler ziehen. Und ich kann sagen, das läuft echt nicht so gut. Noch keinen der richtig guten Spieler gezogen vielleicht jetzt. Nee, haben wir immer noch nicht. Das können wir mal hier abstoßen, schon schnell. Wir haben, ich glaube, ich habe im 4-15 noch keinen ordentlichen Spieler gezogen. Das muss sich jetzt echt mal ändern, aber wir ziehen nur Scheiße. Wir ziehen nur Scheiße. Oh Mann, das kann echt nicht angehen. Vielleicht müssen wir auch mal eine Methode irgendwie so wählen. Nosepack, ja, komm, machen wir mal ein Nosepack, komm. So, 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 so. Vielleicht bringt das ja was. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wir haben, oh, von Real Madrid ist schon mal ein guter Weg. Abeloa drin, aber das ist wahrscheinlich auch nichts wert. Also Real Madrid ist schon mal gut. Dann muss noch ein guter Spieler von Real Madrid haben kommen. Und dann können wir Cristiano Ronaldo in Form ziehen. Oh Mann, das wäre einfach nur so pervers geil. Aber das sind Träume. Das sind Träume, Manchester City-Spieler, aber Non-Wear-Spieler. Also, ich glaube, ich beende das Pack oben gleich. Wir ziehen noch, denke ich mal. Ja, komm, wir ziehen noch 3 Packs, würde ich sagen. Die letzten 3 stehen an. Wir überspringen jetzt auch mal. Vielleicht bringt das ja etwas Glück. Überspringen und... Ach du Scheiße. Mann, Mann, du, mal richtig gut. Das kann echt nicht angehen. Keine Ahnung, was da los ist, Freunde. Vorletztes Pack. Wir überspringen nochmal, komm. Jetzt. Und Shikawi. Und Viscarondo mit unglaublichen 34 Tempo. Komm, die können wir mal raufstellen. Damit ich jedenfalls was auf der Transferliste habe. Nach dem Pack Opening. Kann echt nicht angehen, aber naja. Ich denke mal, zu diesem Team of the Week werden noch weitere Pack-Openings kommen. Ich plane auch eine neue Serie, was mit Packs zu tun hat. Und wir ziehen hier ja endlich mal einen Spieler, der über 80 hat, Koke. Den können wir auch mal rausstellen. Und ja, wie gesagt, neue Serien mit Packs da so zusammen. Und ja, wie gesagt, ich denke mal, zu diesem geilen Team of the Week werden noch weitere Pack-Openings kommen. Sicherlich. Und das ist jetzt hier das letzte Pack. Und drin ist... Geil. Bombe. Bester Spieler war Kucke. Das kann echt nicht angehen. Komm. Wir sind jetzt bei... Ja, okay, 10 Minuten. Dann kommen wir. Öffnen jetzt noch eins. Überspringen. Und dann war es das auch. Sonst geht das Pack-Opening zu lange. Wow. Komm, können wir alles abstoßen. Ja, okay, dann können wir noch. Und können wir noch. Okay, das ist jetzt wirklich das Letzte. Bei Packs kann ich echt nicht aufhören, das macht süchtig. Wow. Seltener Spieler, ja, Mann, da kann man sich ja schon drüber freuen. Wir haben noch Münzen gezogen. 2000 diesmal. Und. Ja, und dann würde ich sagen, war's das von diesem Pack-Opening. Von 5. oder 6. Pack-Opening, ich weiß es gar nicht genau. Es werden, wie gesagt, noch weitere Pack-Openings kommen zu diesem geilen Team of the Week von Cristiano Ronaldo, Mats Hummels und Ibrahimovic und weitere Konsorten. Und dann werde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao!